Hallo, liebe Reisefreunde, ein herzliches Grüß Gott. Auf dem Weg nach Venedig sind wir von Garmisch-Partenkirchen weitergefahren Richtung Starnberger See und dann nach Krün. Da wir zurzeit leider kleine Probleme mit unserem Videofilm haben, diesmal nur Fotos. Ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Die Region Starnberger See nennt man auch das Fünfseenland. Mit Starnberger See, Ammersee, Wörthsee, Pilsensee und Wesslinger See. Für mich eine der schönsten Regionen in Deutschland. Aber okay, ich bin voreingenommen, habe hier 30 Jahre gelebt. Vom Starnberger See sind wir nach Krün zum Alpenkaravanpark Tensee gefahren. Ein wunderschöner Camping- und Stellplatz im bayerischen Oberland. In der Nähe findet man Mittenwald, den Walchensee und eine tolle Mautstraße zum Silvensteinstausee. Die Straße ist aber teilweise sehr eng, ihr müsst also beim Fahren gut aufpassen. Aber sie ist wunderschön, immer an der Isar lang. Einfach mal eine Rast machen und ein schönes Fleckerl für die Brotzeit suchen. An dieser Straße hatte ich vor Jahren mal ein nettes Erlebnis. Nach einem Geschäftstermin von Seefeld in Tirol auf dem Weg nach Bad Tölz bin ich diese Straße gefahren. Hatte mir in Wallgau zwei Leberkässemmeln gekauft. An der Isar habe ich dann einen schönen Platz gefunden, habe angehalten, mein Jackett und meine Krawatte ausgezogen, die Schuhe ausgezogen, Hose hochgekrempelt und bin durch die Isar auf eine kleine Insel gegangen. Dort habe ich mich dann niedergelassen und meine Leberkässemmeln gegessen. Danach bin ich dann leider in der Sonne eingeschlafen und erst 2 Stunden später wieder wach geworden. Okay, der nächste Termin in Bad Tölz war dann geplatzt, aber es war ein wunderschöner Tag. So, liebe Freunde, jetzt den nächsten Film aus Venedig, unseren Teil 4. Bis dahin wünschen wir allen eine schöne Zeit. Alles Liebe, Gudrun und Rainer.